Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute geht es um das Thema Loyalty Update. Ganz genau heute am Datum schnell geguckt, 28. September 2021, bringen wir euch neue Themen. Warum? Ganz einfach, weil Fluggesellschaften zum Beispiel ein neues Codeshare-Abkommen unterschrieben haben. Das ist die Turkish Airlines und die Finnair oder aber auch die amerikanischen American Airlines mit Indiegogo haben Codeshare gemacht. Was das für uns bedeutet, gehen wir nachher drauf ein. Dann haben wir noch als Thema Oman Air, die wollen in die Oneworld. Hyatt hat eine Trial für den Globalist, also für den höchsten Status, aufgelegt. Da würde ich auch ein bisschen thematisch zu sagen, versuche gar nicht aus dem Bild zu rennen. Oh Gott, oh Gott. Dann haben wir noch als Thema die SAS-Aktion, die gestern promotet wurde, aber erst nächsten Monat startet, vierfache Aktion. Dann gibt es bei Accor zum Beispiel Flash Sale wieder für Südamerika. Und ich habe ein Thema ganz knallhart vergessen und das ist die Aegean-Status-Aktion, ganz genau. Ne? Ich glaube, du hattest es erwähnt vorhin. Hatte ich das schon mal? Aber wir starten erstmal mit dem Intro. Ja, deshalb, wie immer, starten wir direkt mit dem Abonnierbefehl. Das heißt also, abonniert den Kanal, die Glocke an für Hoffmeister und dann ganz klar diesen Beitrag liken und unten kommentieren. Vor allem heute, wo wir euch einige Themen vorstellen, was mit Statuspunkten und Meilen zu tun hat. Denn dafür sind wir hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen im gepflegten Vielfliegergespräch und Talk. Talk. Sehr gut, Korsten. So, Hoffmeister, nachdem wir geklärt haben, wer da ist, Mario, steigen wir ins erste Thema ein. Wir haben ja bei den Zusehern schon direkt die Aufgaben verteilt. Ihr müsst arbeiten. Das erste Thema, was ich nehmen würde, würde ich auch schon mit einem Bild einleiten. Das habe ich genau über dem Kopf vom Hoffmeister gemacht. Warum? Ganz einfach deshalb. Weil der Kollege will zu SAS nicht so viel sagen, ne? Du willst zu SAS nicht wirklich was sagen, oder? Nee, du bist der Meilenexperte. Das wird heute hier deine Sendung. Zu SAS kann ich natürlich was sagen, bin ich immer gerne geflogen. Aber zur Meilenaktion musst du mal unsere Zuschauer aufklären. Erleuchten. Und zwar vom 1. Oktober bis zum 31. Januar 2022 sammelt man vierfache Statusmeilen bei Scandinavian Airlines auf allen Flügen. Wenn wir uns einfach mal angucken mit Silber, wenn man Silber werden will, dann braucht man 10 Flüge oder 20.000 Basispunkte. Bei dem Goldstatus sind es 45 Flüge oder 45.000 Basispunkte. Und wenn man sogar auf den Diamond-Status gehen will, sind es 90 Flüge oder 90.000 Statuspunkte, also Basic Points, wie sie die nennen. Heißt also, diese Statuspunkte werden vervierfacht, hat natürlich auch wieder einen Haken und zwar ganz einfach deshalb, man kriegt sie nur für Flüge auf Scandinavian Airlines, weil ansonsten würde es für die ja keinen Spaß machen. Und was natürlich auch ist, ist natürlich, dass man auf gewissen Fare Classes natürlich da auch nicht wirklich Meilenausbeute bekommt, weil die Statuspunkte in dieser Fairbase etwas geringer sind. Aber daran sehen wir, dass bei den Fluggesellschaften immer noch, ich sag's ganz brutal, der Arsch auf Grundeis geht, weil die Leute nicht fliegen. Ne? Ich mach das mal weg oben, das sieht ja kappes aus, wenn du sprichst. Sprich einfach weiter, ich mach das. Ja, danke, schön, das Brett vom Kopf ist mal weg, kommt auch selten vor. Nee, aber ist ja eine ähnliche Aktion wie bei der Lufthansa. Du kannst ja auch nur die doppelten Statusmeilen erfliegen, wenn du natürlich mit dem Gerät auf der Lufthansa fliegst, alles andere macht ja auch irgendwie keinen wirklichen Sinn. Aber du hast schon völlig recht, man bemüht sich weiter um die Kunden, man möchte die Flieger natürlich voll bekommen. Wahrscheinlich auch die Kurz- und Mittelstrecken und insofern ist das wieder eine super Aktion. Ich meine, wer dort im skandinavischen Raum viel unterwegs ist, für den ist das, finde ich, eine ziemlich coole Nummer. Ja, ich glaube schon, dass das Spaß macht, mit Scandinavian Airlines zu fliegen. Das ist ja nicht nur für die Leute, die in Skandinavien unterwegs sind, sondern auch für die Leute, die natürlich den Euro-Bonus Gold haben wollen mit den 45.000 Meilen. Man kann es einfach wirklich sehr, sehr schön mit Miles & More vergleichen, weil die Meilenwerte gleich sind, wenn man den Executive-Bonus bei der Lufthansa weglässt.
daran sieht man halt wirklich, dass diese 45.000 ein halber Senator sind, sogar wesentlich weniger als ein halber Senator. Ja. Hat aber im Moment nur ein Jahr Laufzeit. Dann gehen wir zum nächsten Thema über. Das ist Egen. Und Egen hat wieder die Aktion verlängert. Das heißt also, Egen macht jetzt Folgendes. Egen sagt, man kann Tiermals kaufen und 25% bekommt man mehr bis Mai 2022, also sogar Ende Mai. Warum ist das interessant? Es ist deshalb interessant, weil man, wenn man die Meilen kauft zusätzlich, dann kann man je nach Status Level 1000, 2000 oder 3000 kaufen, aber das ist dann erhöht worden für jeden um 2000 Meilen. Das heißt also, man kann dann logischerweise 3000, 4000, 5000 kaufen, je nach Statuslevel, und hat da dann halt den Vorteil. 5.000 kosten 375 Euro. Und was in meinen Augen noch eine andere spannende Geschichte ist, ist halt, dass die Egen auch wieder mit der Statusaktion, die sie verlängert hat, dass man halt eine niedrigere Qualifikationshürde hat. Das ist also auch verlängert worden für nächstes Jahr. Damit kann jeder einen Status bekommen, weil Egen ist ja auch einer der Partner. Habe ich das Egen-Bild eigentlich eingeblendet? Nein, machen wir doch einfach mal. Machen wir wieder auf dem Hoffmeister-Kopf. Ja, klar. Immer drum. Nein, alles gut. Na, und Egen ist ja auch einer der bespaßten Fluggesellschaften, die den Starlines Gold günstiger bringen als angeblich bei der Lufthansa, was ja auch stimmt. Also insofern ist das eigentlich ganz so richtig. Ja, dann geht es direkt weiter im Schweinsgalopp. Ich weiß gar nicht, warum wir heute so viele Themen reinbringen, aber es ist eigentlich relativ viel passiert. Deshalb genießen Sie als Mitglied mehr bei Hyatt, so ist es auf der Werbung von Hyatt Gold Passport. Wir hatten Anfang des Jahres die doppelte Nachtaktion. Jetzt ist es so, nachdem man ja auch die Qualifikationshürde von 60 Nächten auf 30 Nächte reduziert hat, da gibt es übrigens keine Stays bei Hyatt, ist es so, dass man jetzt auch wieder festgestellt hat, wir haben trotzdem viele Kunden anscheinend verloren, wir möchten da eine Art Challenge machen. Heißt also zum Beispiel, dass man dann bei Hyatt anruft und da sich so eine Challenge gibt. Die Bedingung der Challenge ist so, dass man 20 Nächte zwischen jetzt und Ende Februar haben muss oder konsumieren muss und dann gilt der Status durchgängig bis 2023. Und ist immer sehr schwierig. Warum? Weil es keine Seite gibt. Man muss also wirklich anrufen und sagen, hey, ist nicht so wie bei Hilton, wo es eine Seite gibt, die ja mal geht und mal nicht geht. Das ist ja immer so ein Bonus. Ist das für dich interessant, so eine Hyatt-Challenge mit 20 Nächten, Mario? Würdest du das machen? Auch 20 Nächte sind ja schnell mal übernachtet, sozusagen. Also insofern gar nicht so schlecht. Und wenn man bedenkt, wie hoch die Hürden sonst sind bei Hyatt, ist das, glaube ich, ein unschlagbares Angebot. Ich meine, du kennst dich bei Hyatt ja etwas besser aus. Wie findest du das? Also das ist ziemlich genial, oder? Also ich habe dieses Jahr auch fast 80 Nächte bei Hyatt übernachtet. Ja. Da muss man natürlich sagen, einige Nächte sind aus der Doppelaktion, deshalb ist das nicht ganz 80. Ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, wenn man den Status sich selber erschlafen hat, also man hat sich hochgeschlafen, und hat da dann Leute, die quasi die Karte einfach so bekommen. Bei Hilton gibt es das ja auch mit der Kreditkarte, zum Beispiel mit der Aspire Direct Diamond oder mit der Deutschen, wo man ab 20.000 Euro Umsatz den Status bekommt. Schwierig, aber man muss auch die Hotellerie verstehen oder auch die Fluggesellschaft verstehen, wenn sie so etwas machen. Da würde ich auch keinen Neid haben. Warum? Ganz einfach deshalb, wenn man ein gewisses Standing in den Hotels hat, das heißt, dass man namentlich bekannt ist. Meistens ist man natürlich namentlich bekannt, weil man irgendeinen Schindluder getrieben hat. In meinem Fall hoffe ich, dass das so ist, weil ich einfach nett war. Und dann hat man schon Vorteile. Deshalb kann man da jetzt so, ist das zu relativieren. Ich finde es aber ein gutes Mittel, um die Leute anzufixen, um das mal zu sagen, da auf den Drogenlevel zu kommen. Ich würde das auch als geschickte und kluge Marketingaktion sehen, um die Leute dann bei der jeweiligen Kette zu halten. Also insofern, gute Sache.
Ja, ganz genau. Also insofern schreibt auch unten in die Kommentarspalte rein. Ich habe die Handbewegung eben natürlich nicht gemacht, als ich den Abonnierbefehl gegeben habe. Aber ihr wisst ja, immer schön kommentieren. Sagt, was ihr davon haltet, wenn man den Status quasi nachgeworfen kriegt. Nachgeworfen? Ja. Und das wird sich auch wieder ändern irgendwann mal, fühle ich dich ja so mitnehmen jetzt, was mitzunehmen geht. Meinst du, dass das in 2-3 Jahren immer noch so sein wird? Also bei Hilton ist das ja so. Dauerhaft die Qualifikationshürden sinken werden oder wird sich das auch dann wieder einleiten? Nein, also die Qualifikationshürden werden nicht dauerhaft senken oder sinken, weil das natürlich kontraproduktiv ist. Und ja. Die werden natürlich wieder steigen, aber diese Fast Tracks oder diese Fast Lanes oder auch Promotions oder wie man die auch immer nennen will, die gibt es natürlich immer wieder durchgängig. Aber eine Sache sollte man immer im Hinterkopf behalten, once in a lifetime. Also es gibt viele Programme, wo du das einmal in deinem Leben machst und wenn du es das zweite Mal haben willst, sagen die, also das ist ein Riesenproblem. Deshalb sollte man das sehr bewusst nur einsetzen. Und ich finde auch diese 20 Nächte, sind jetzt nicht wirklich wesentlich mehr als die 30 Nächte. Und wenn man es guckt, die Aktion am Anfang des Jahres bei Hyatt von Januar bis Februar, beziehungsweise die fing ja im November schon an. Man hört ja alles. Also auf jeden Fall war es da ja die doppelte Aktion. Wenn man zum Beispiel Anfang des Jahres 15 Nächte gemacht hat, dann hätte man den Globalisten auch bekommen. Damit wäre man also quasi noch schneller dran gekommen als jetzt mit dieser Promotion. Ist so. Ein Thema, wo wir auch jetzt direkt wieder reingreitschen, ist One World. Nachdem ja unser Akbar Al-Barker, der CEO, der ja sehr flamboyant im Englischen heißt das ja, ist. Ich durfte ihn persönlich auch auf der Dubai Airshow erleben. 2015 war das. Vielleicht kommt er ja auch dieses Jahr zur Airshow. Mario, wenn du mitkommst, können wir den auch wieder treffen. Da hatte ich ja meinen Qatar Diamond bekommen, Platinum bekommen, Entschuldigung. Diamond klingt viel besser. Er ist ja jetzt der Vorstandsvorsitzende, nicht nur von der Qatar Airways, hätte ich fast gesagt, der CEO, sondern er ist ja auch von der Starlines, also mit dem Counterpart bei der Lufthansa, das wäre die One World, bei der One World der Veranstaltungsleiter. Ich glaube, die werden immer auf ein halbes Jahr gewählt oder sowas. Die rotieren dann die ganzen CEOs. Und diesmal macht er nicht von sich reden, weil er sagt, hey, ich will wieder aus der One World raus, sondern er macht von sich reden, weil er seinen Brüdern und Schwestern von Oman Air den Allianzbeitritt ermöglichen möchte. Mario, magst du uns etwas zu Oman Air sagen? Du hast da ja auch persönlich zwar jetzt keine Erfahrung, ich übrigens auch nicht, bin mit denen nie geflogen, Sindbad hat mich auch nie interessiert, deren Programm, aber macht das Sinn, dass die Oman Air in die One World reingeht? Naja, grundsätzlich, die One World ist ja von allen drei Allianzen immer noch die kleinste oder die drittgrößte in dem Falle. Ja, ist eine gute Frage. Es kommen ja nicht so unfassbar viele Flugziele dazu, aber man bringt immerhin gut 50 Flugzeuge mit und darunter ja auch den Dreamliner, soweit ich weiß, Airbus, den einen oder anderen. Und man hat natürlich, und das ist natürlich für die OneWorld-Mitglieder ganz schön, auch in den Jets der Oman Air eine durchaus sehr schöne Business Class. Und wer das mag, gut. Ansonsten, ich glaube, die fliegen für uns Deutsche, die fliegen nach Frankfurt und München, soweit mir bekannt ist. Und ja, hauptsächlich natürlich dann Asien, Nahe Osten. Ich weiß nicht, ob die One World Oman Air dringend braucht, ob es für die Oman Air nicht sozusagen von großem Vorteil ist, dann von den Allianzvorteilen zu profitieren. Aber schlecht ist es natürlich nicht, weil grundsätzlich jede Luftfahrtgesellschaft, wenn es dann auch eine anständige ist, macht eine Allianz natürlich interessanter. Und wahrscheinlich auch ein klein wenig besser. Ja, also einmal kurz ein Hinweis. One World ist die zweitgrößte, die kleinste wäre die Sky Team, die sind noch kleiner. Okay. Dann, ich weiß nicht, ob sich das jetzt in der Krise geändert hat. Also insofern kann Mario da recht haben. Ich dachte, die drittgrößte. Ja, ist zweitgrößte. Wir recherchieren das nochmal und schreiben es in die Kommentare. Dann Recheck und so weiter. Ja. Also Starlines, One World und dann Sky Team. Es gibt wohl zwei Ziele, die inner-Oman-mäßig sind, die damit der One World zukommen.
Also in meinen Augen jetzt nicht ein wirklicher Benefit. Aber wenn ihr mit der Oneworld Oman Air geflogen seid, dann schreibt das auch in die Kommentare. Wie fandet ihr die Business Class, die ja, wenn man den Bildern glauben darf, ja sehr top ist? Ich habe von unseren Kunden auch gehört, dass das für Catering sehr gut sein soll. Also insofern zumindest keine Verschlechterung, eine Bereicherung, wenn man nach Muscat will. Frankfurt Muscat ist damit dann direkt anzufliegen. Oder München, wenn man mit denen fliegt, dann braucht man halt nicht mit Katar da über Doha zu fliegen. Also insofern wäre das für Oneworld Jünger da ein Vorteil. Ansonsten, wir rechnen damit, dass man bei denen irgendwie 2023 oder sowas, denke ich mal, dass das passieren wird, weil das braucht ja immer sehr lange, bis die da alles geregelt haben. Ja, dann als letztes Thema, und das ist eigentlich ein Thema, was auch spannend ist als Qatar Platinum, hatte ich ja eben gesagt, und das hängt auch ein bisschen so mit der Qatar zusammen. Die haben jetzt die nächste Tarifstufe eingebaut. Die haben die R-Klasse eingebaut. Das war so eine diskontierte R-Klasse. Das nannte sich dann Classic. Da wurde aber dann der Loungezugang zum Beispiel weggenommen und so weiter. Das ist wie bei der Emirates bei den Tarifen, bei den günstigen Tarifen, dass man da auch dann keinen Lounge, keinen Show-Service hat, hat damit Unmut vieler Gäste auf sich gezogen. Und dann ging es weiter, dass man jetzt wieder gesagt hat, nee, R-Klasse hat wieder einige Benefits dazu bekommen. Wir machen einfach eine Kategorie drunter, die noch mal billiger ist. Das heißt, das berühmt-berüchtigte Unbundling, wie das so schön heißt, hat da wieder zugeschlagen. Ich habe da auch ein Bild. Ich habe für Oman eher das Bild vergessen. Ich mache das kurz rein. Einmal hier seht ihr auch schön den Flügel Oman Air und Qatar und weg und dann natürlich Qatar Airways mit dem Expanding Our Fair Family Options. Das heißt also, man hätte jetzt in der Economy Class hat man 4, auch in der Business Class, die heißen dann Light als billigste, dann Classic, Convenience, in der Business heißt es Komfort und dann die höchste Stufe wäre die Komfort in der Economy und Elite in der Business Class und der First Class gibt es nur eine Elite. Warum man das macht, keine Ahnung, aber da ist dann das Problem. Und was ganz pragmatisch ist in meinen Augen oder schlimm ist, ist halt so, Mario schickt hier wieder Nachrichten, deshalb blinkt das hier so, ja, Hoffmeister, du. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man bei der Oneworld wirklich nur noch 25% der Meilen sammelt in der Tarifklasse, in der Economy Class. Und das ist in meinen Augen ja schon wenig. Relativ. Das ist in der Q-Miles und in der Business Class sind es 175, also immerhin noch, Entschuldigung, 75, nicht 150, 75. Also noch ein Tucken besser, aber immer noch nicht die 100%, die man ja bei den Economy-Tarifen ja zum Beispiel bekommt, wenn man HB oder Y fliegt. Ja. Also es ist eine Verschlechterung. Ich weiß nicht, Mario, wie siehst du das mit dem Unbundling, dass man halt wirklich diese Dienstleistung alle zusätzlich kaufen muss ab einer gewissen Rabattstufe, wenn ich das jetzt mal... Ist das etwas, was man in der Business Class erwartet oder nee, magst du das nicht? Das ist ja ähnlich wie so ein Economy-Light-Tarif, wo du wirklich dich nur noch hinsetzen kannst und ein Handgepäckstück mitnehmen kannst und alles andere auch irgendwie dazu nehmen musst. Ich weiß nicht. Für eine Business Class sollte ein bestimmter Standard sein und bei der Starlines oder zumindest bei der Lufthansa in der B-Klasse hast du zumindest noch 100% der Meilen. Ich finde, das sollte auch die untere Grenze sein. Ansonsten weiß ich nicht, was ist das denn noch für eine Business-Class? Am Ende musst du ja selber noch eine Decke und was zu essen mitnehmen und hast vor den großen Sitz. Ich weiß es nicht. Also finde ich eher problematisch. Ja, Mario ist fassungslos. Ich kann euch nochmal sagen, was ihr bezahlen müsst. Und zwar müsste man die Seat Selection, also die Sitzplatzauswahl, müsste man bezahlen. Dann müsste man den Lounge-Zugang bezahlen, bekommt halt nur die 75% der Q-Meilen, muss den Refund bezahlen. Das heißt, also, es gibt keine Möglichkeit, Tickets da in irgendeiner Art und Weise zu erstatten. Und noch nicht mal Upgrades kann man kaufen. Das ist das, was da ist. Aber, und das ist etwas, was mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, man hat Zugang zum Premium Customer Service. Und ja, also das ist bei Qatar immer sehr lustig, weil, also ich meine, ich rufe Doha gerne an, aber es ist echt teilweise schon amüsant, was da passiert. Und bei der First Class gibt es halt wirklich nur dieses A und F. Da ist es halt so, dass da der einzige Unterschied ist mit der
Refundierbarkeit. Und ich bin da eigentlich fast schon gespannt, wann das auch da eingeführt wird. Nicht unbedingt, wie Mario sagt, dass man für die Decke zusätzlich bezahlen muss, aber es ist, ja, keine Ahnung. Ich muss mal. Also sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich habe da Schmerzen. Aber schreibt doch rein, ob ihr das von der Business Class, ich muss beide Hände nehmen, es tut mir leid, ob ihr das von der Business Class gewohnt seid oder nicht. Ich persönlich finde es schwierig, dass man da halt immer in irgendeiner Art und Weise ja, zuzahlen muss. Also ich verstehe es, ja, dass man zusätzliche Gewinne macht, aber in der Business-Klasse machst du den Preis halt einfach höher. Das ist wie in Hotels mit diesem komischen Service-Charge, dann Location-Fee, Resort-Fee, Destination-Fee. Ja, das ist auch ein vollkommener Unsinn. Macht einfach einen höheren Endpreis, so einfach ist das. Und deshalb, also zur Preisklarheit und Preiswahrheit, und ich, wenn ich mich erinnere, war das ja auch bei Ryanair so, dass da die ganzen Fluggesellschaften geschimpft haben, Ryanair sagt ja mit 9,90 Euro nicht den richtigen Gesamtpreis. Also insofern machen die das jetzt ja auch. Die Lufthansa hat ja auch damit so ein bisschen angefangen mit dem Anbandeln. Ja. Da würden wir uns freuen, ne Mario, wir würden uns freuen, wenn wir da von euch Feedback bekommen würden. Was ihr davon in der Tat. Ja. Ja, also, dann kommentieren. Genau, kommentieren. Ich würde jetzt wieder einen harten Cut machen, weil wir über 20 Minuten sind, damit wir die Schwafelgrenze nicht haben. Wir haben 5 Themen durchexerziert. Wenn ihr Fragen dazu habt, auch unten melden. Ansonsten sagen wir wieder an dieser Stelle danke, dass ihr bei der heutigen Folge Frequent Traveler TV Loyalty Update 28. September dabei wart. Und bis dann, ciao. Wir kommen wieder, keine Frage. Tschüss. Hat was von der Queen, ne? Ja, ja. Super.